Schön ist es auf der Welt zu sein, sagte die Biene zum Stachelschwein. Heu Bleck und Anita sangen das einst. Aber ist es wirklich so schön, auf der Welt zu sein? Es haben viele andere Petschatschka-Vorträge heute schon bewiesen, dass es dem leider nicht so ist. Drum nicht. Ja, wenn man die Nachrichten schaut, heuer im Sommer die Flüchtlingstragödie, 3000 Flüchtlinge am Wiener Westbahnhof, dann zum Beispiel der Schlepperunfall an der Grenze zu Ungarn, da fragt man sich wirklich, auf welcher Welt leben wir eigentlich? Und es hat die Satire-Sendung Extra 3 vom NDR eine geniale Satire gemacht. Einerseits kommt von Europa auch ein bisschen Geld, aber nicht sehr viel. Das Eurozeichen ist meines Erachtens nach zu groß, aber es werden auch Waffen geliefert. Und somit wird auch der Krieg, werden Kriege gefördert. Und nachher wundern wir uns Europäer, warum so viele Afrikaner zu uns kommen wollen. Das passt ja was nicht zusammen. Man fördert da immer mehr den Krieg und das Elend und die Leute können sich oft nicht ernähren. Ja, man will in eine schönere Welt. Und ich bin Techniker, Medientechniker vor allem, und ich erlebe es auch selbst, wie viele Geräte hin werden. Ach, wir haben zu wenig Platz für Müllhalten und die Auflagen sind auch zu groß, also verschiffen wir den Müll nach Westafrika. Ja, super. Und da schuften dann wieder Kinder. Aber es gibt ja auch vom Stefan Schrede diese Plattform Murz, nein danke. Weil es werden ja auch die Geräte viel zu schnell kaputt. Und wir ärgern uns ja auch, weil es kostet im Endeffekt auch uns viel mehr. Und es werden oft wirklich nur kleine Sollbruchstellen gemacht. Und ja, oh, das Gerät ist kaputt. Die Hölle im Paradies, da gab es in der Zeitung Die Zeit mal einen sehr schönen Artikel. Mit unseren Elektrogeräten fördern wir den Bürgerkrieg im Kongo, weil diese Minen, wo das Schwermetall Tantal abgebaut wird, was wir für unsere super tollen Smartphones und so weiter brauchen, es geht mir zu schnell, die bittere Seite der Schokolade, Kinderarbeit auf Kakaoplantagen, gibt es auch immer wieder Artikel. Und das steckt überall da drinnen. Das ist doch ein Wahnsinn, was wir da im Supermarkt kaufen. Wir fördern das Elend mit unserem Konsum. Und wenn wir uns jetzt hier anschauen, wie viel Marktanteil diese Schokoladen haben. Und überall, es ist im Prinzip, man kann sagen, ein Drittel stammt von Kindersklaverei von der Elfenbeinküste. Aber Hauptsache der Preis stimmt. Und wir leben im Überfluss. Aber da gab es das Gymnasium Odenkirchen, habe ich so im Internet gesehen. Ich handle fair, indem ich fair gehandelte Produkte kaufe und für einen fairen Handel einsetze. Ich finde das super, dass es manche Schulen machen. Während man bei uns macht man zum Beispiel mal eine Nestle-Staffel auf. Ah! Gut, kommen wir zum nächsten. Es gibt Alternativen. Zum Beispiel das Fairtrade-Logo. Natürlich gibt es immer wieder Kritik über den fairen Handel. Und da will ich ein bisschen Klarheit schaffen. Das Fairtrade-Label ist nicht perfekt, aber die nächsten Folgen, es folgt nichts Besseres. Vergleichen wir zum Beispiel UTZ oder Rainforest Alliance. Diese beiden Gütesiegel haben viel niedrigere Standards, was fairen Handel betrifft, als Fairtrade. Und zum Beispiel Rainforest Alliance, ach die Arbeiter, egal, aber Hauptsache der Affe ist geschützt und irgendwelche Pflanzen. Und dann gibt es zum Beispiel noch das eigenbenannte Siegel Hand in Hand. Das Siegel macht die eigene Firma, das ist genauso wie wenn ich mir den Titel verleihe Supertyp. Der sagt jetzt auch nichts über die Qualität über mich aus, weil das kam ja nicht von dem anderen. Zum Beispiel das Beispiel KitKat fand ich einen guten Artikel, wo da fairer Handel draufstehen, wo kein fairer Handel drin ist. In England haben die KitKat-Riegel zum Beispiel
das Fairtrade-Siegel, aber das wird deshalb nicht in England nur mit Fairtrade-Kakao hergestellt. Da fließt Fairtrade-Kakao und nicht Fairtrade-Kakao in die gleiche Produktion, das nennt man Vermengung. Hier habe ich die Fantasiefirma Sanfan gemacht. Zum Greenwashing-Effekt, ach, produzieren wir so 20% unseres Orangensafts zum Beispiel in Fairtrade. Also wir haben ein paar Fairtrade-Orangen eingekauft, zu Konzentrat verarbeitet. Ja, aber es gibt ja auch die Weltläden, heute geht es mir wirklich zu schnell, die Weltläden, da wir dürfen ausschließlich Produkte verkauft werden, wo Fairhandelshäuser das Sagen haben, wo also 100% der Zutaten Fair Trade sind. Und die setzen auch einen höheren Standard als zum Beispiel das Fair Trade-Siegel. Und darum kann ich nur empfehlen, geht mal in einen Weltladen, denn da kann man sich wirklich sicher sein, dass die Bauern und die Kleinbauern gefördert werden und dass das Geld auch dahin kommt, wo es hin soll. Und warum mache ich den Vortrag im Zusammenhang? Weil wir sollen ja auch zum Weltfrieden beitragen. Und hier noch die Bananen, leider nicht in den Weltläden erhältlich, wegen der Logistik und so weiter, aber der gelbe Bereich bei einer unfairen Banane und hier der gelbe Bereich bei einer fairen Banane. Und da sieht man, die Leute haben das Doppelte. Und deshalb frage ich mich, ist Geiz wirklich geil? Oder diese entsetzliche Werbung, oh, der Preis, der ist heiß. Also da empfiehlt sich das Fernsehprogramm weiterzuschalten, wenn Werbung ist, oder gar nicht diese Sender einzuschalten. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit, für die Informatiker. Es gibt sogar schon eine Ferienmaus in www.naga-it.de. Ich finde es genial, sogar biologisch abbaubares Plastik. Und ich habe die Maus selber, dann habe ich mal ein Plastikteil ausgeleiert, wurde mir zugeschickt. Das nennt man nachhaltig.